Oh, in die Zuschauer herein und Moonsault gegen Suxdorf außerhalb des Rings. Sehr schöne Aktion hier, meine Güte, das erste Mal bei der Mad Wrestling Association und packen hier Aktion aus. Das Publikum tobt, die Halle kocht, das sind ja wunderschöne Szenen hier, die wir sehen. Suxdorf wird in den Ring geschoben, der hat offensichtlich gerade mit Axis Parker als Jason Hendricks wechseln können, gewechselt. Double Whip in die Ecke, Suxdorf geht in die Ecke. Back Elbow gegen Jason Hendricks. Back und noch einer. Jay Skillet. Ah, so einfach geht es mit Tim Suxdorf. Oh, Double Superkick. Suxdorf taumelt in die Ecke. Da wollte ich schon sagen, so einfach geht das mit Tim Suxdorf nicht. Und dann kommen hier die Superkicks. Und Spear und Clothesline Combo. Und jetzt nochmal eine schöne Aktion hier. Sai Moonsault gegen Suxdorf. Beide legen sich auf. 1, 2, 3. Oh mein Gott. Was für ein Cover hier. Da haben sie sich zu zweit auf Tim Suxdorf raufgelegt, der natürlich um einige Zentimeter größer ist und auch schwerer ist, um halt das Cover auch durchzuziehen. Wunderbare Aktion hier von den beiden, obwohl sie so jung sind, trotzdem sehr überlegt gekämpft. Also man kann schon wahr sagen, das verspricht viel hier für deren Karriere hier in der Mad Wrestling Association. Ja. Neue Leute braucht das Land und das sieht man hier auch ganz deutlich. Der Sieg der Wanderers über Rain. Tim Suxdorf, das ist schon seine zweite Niederlage in diesem Jahr. Er musste ja, wie vorhin schon angesprochen, im April eine Niederlage einstecken. Und das sorgt natürlich sicherlich für Ärger bei Rain, denn Niederlagen sind überhaupt nicht auf der Tagesordnung, wenn man die MWA übernehmen will. Das ist richtig. Und hier sehen wir die strahlenden Sieger. Klar freuen sie sich in ihren jungen Jahren, so einen Sieg hier davon zu tragen gegen so einen, ja, eigentlich mächtigen Mann in der Mad Wrestling Association. 2 Meter, 117,25 Kilogramm. Ja, und die Gruppierung natürlich The Rain auch noch hinter sich, der Anführer von The Rain. Das ist natürlich dann nochmal ein doppeltes, schönes Gefühl gegen so ein Mann hier im Tag Team zu bestehen, zu gewinnen. Aber auch verdient, muss man sagen. Oh Mensch, verstehe ich das jetzt richtig? Tim Suxdorf will gleich hinten dran noch einen zweiten Kampf? Ich verstehe immer nur die Hälfte von dem, was er erzählt, aber ich glaube, das ist jetzt das, was dabei rauskommt. So, hier du, Mensch. Hier ist deine Box. Hier ist mein Los. Du sagst mir jetzt, welcher richtig harte Kämpfer auf mich wartet, den ich jetzt in Grund und Boden schmetter. Na, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich so clever ist hier von Tim Suxdorf. Er hat gerade ein hartes Match hinter sich. Oh. Oh. Marty Phelps in der Mad Wrestling Association. Ja, wir sehen ja, Tim Suxdorf lacht sich halb tot hier. Aber man darf den kleinen, schmächtigen Mann hier keinesfalls unterschätzen. Er ist sehr schnell, sehr geschmeidig in seinen Bewegungen. Ja, aber das ist natürlich Suxdorf, unterschätzt ihn offensichtlich, denn er macht sich darüber lustig, so wie das ausschaut. Marty Phelps, auch schon seit Jahren ein Urgestein der Mad Wrestling Association.
immer einer der großen Publikumslieblinge, weil er genau das ist, was du sagst. Er ist geschmeidig, er ist wendig, er ist schnell. Und wie man auf seinem T-Shirt sieht, er liebt Wrestling. So sieht's aus. Und vor allen Dingen darf man nicht vergessen, dass Tim Suksdorf bereits schon ein langes, hartes Match hinter sich hat. Das heißt, die Kräfte sind nicht mehr so ausgeprägt, er ist nicht mehr so frisch. Aber das kann die große Chance für Marty Fab sein. Denn auch wenn man natürlich sagen muss, Marty Fab ist schneller, Marty Fab ist wendiger, Marty Fab wiegt auch nur die Hälfte, oder nicht ganz die Hälfte, aber ein bisschen mehr als die Hälfte von Tim Suksdorf, ist aber auch nur zwei Drittel so groß wie Tim Suksdorf. Und der hat schließlich auch noch Access Parker mit am Ring, so wie es ausschaut. Ja, wobei der noch mal ganz schnell hier vor Marty Fab flüchtet. Ja, da dürfen wir mal gespannt sein, was das jetzt für ein Match wird. Also da bin ich persönlich jetzt auch doch schon ein bisschen überrascht, dass Tim Suksdorf sich das hier antut. Aber auf der anderen Seite denkt er sich auch, ich muss hier auch endlich mal wieder einen Kampf gewinnen. Und da hat er natürlich gegen Marty Fabs nichtsdestotrotz sehr gute Chancen, um dann hier einen Sieg davon zu tragen. Tja, noch ein Stückchen Wasser, um sie nochmal zu stärken hier. Da sehen wir den größten Unterschied. Suksdorf überragt den Ringrichter, Suksdorf überragt Marty Fabs. Nimmt noch einen Schluck Wasser. Tja, und hat natürlich auch sein Azubi auch noch am Ring. Was das Ganze natürlich auch wieder doppelt schwierig für Marty Fabs macht. Ja, ich bin gespannt auf die Taktik von Tim Suksdorf. Ja, Marty Fabs holt sich hier den Applaus ab. Oh, sollte hier das zum Kräftemessen kommen, aber das kann natürlich auf diese Weise nichts werden. Oh, Suksdorf begibt sich auf dasselbe Niveau wie Marty Fabs. Ja, das sind ja schon leichte Verhöhnungen dann hier. Oh, aber sehr clever gemacht hier von Marty Fabs. Einmal ein Tritt hier in die, auf die unteren Rippenbogen. Was natürlich sehr, oh, und Headbutt auf die Brust und der Vorarm hinterher. Ja, da sehen wir auch gleich den Kräfteunterschied zwischen Tim Suksdorf und Marty Fabs. Ein Vorarm und Marty Fabs kommt dann gleich ins Wanken. Marty Fabs hat hier nichts zu verlieren. Suksdorf hat im Endeffekt alles zu verlieren. Oh, was für ein krachender Shop von Suksdorf. Oh, aber Marty Fabs kommt wieder zurück. Es ist ein zäher kleiner Junge. Also davon auf keinen Fall. Junge, sag ich schon. Zäher kleiner Mann. Davon auf keinen Fall unterschätzen. Ich wollte gerade sagen, Junge, der Mann ist auch schon seine 25 und jetzt die Schläge in den Nacken. Oh, Suksdorf mit einer. Mit einem harten Schlag in die Rippen und fragt noch gleich, was er sich erlaubt. Whip in, Marty Fabs weicht der Clothesline aus. Oh, Kick. Suksdorf sehr schön, ein bisschen. Sehr unnormal, zweiter. Sehr schön hochgesprungen. Und der dritte, Suksdorf geht in die Seile. Und Suksdorf kontert den Whip aus. Geht runter. Oh, Sunset Clip. Ja, das kann so nichts werden. Ah, aber trotzdem mit hellen Köpfchen dabei hier Marty Fabs. Und der Dropkick gegen Suksdorf. Und das Cover 1 war. Ja, das wäre auch sehr überraschend gewesen, wenn das schon alles gewesen wäre. Also um hier mit einem Cover zu siegen, dann muss Marty Fabs Tim Suksdorf schon um einiges mehr bearbeiten. Ja, das stimmt. Oh. Da sollte die Headsister folgen, aber Suksdorf fängt ihn ab. Oh, Backbreaker. Das war sehr schmerzhaft. Und das Cover, 1-2. Oh, dann zeigt dem Suksdorf nochmal ein paar Liegestütz. Und nochmal auf den Rücken hier von Marty Fabs. Oh, das nach dem Backbreaker. Das sind Schmerzen hier für Marty Fabs. Aber wie schon gesagt, ein zäher Mann. Er versucht hier ans Seil zu kommen, gibt noch nicht auf. Ja, da sieht man natürlich die Taktik von Suksdorf. Er geht auf den Rücken. Und jetzt der Elbow in den Rücken von Marty Fabs. Nimmt ihn hoch zum
Oh. Backbreaker. Nochmal. Und nochmal Cover hinterher. 1, 2. Wieder nur bis 2. Ja. Also schon. Suchstorff schon ein bisschen verzweifelt. Ja, sind auch sehr harte Aktionen hier auf den Rücken von Marty Phelps. Jetzt wird er gewürgt hier von Tim Suchstorff. Der wird auch angezählt vom Ringrichter. Und wieder auf den Rücken. Das ist natürlich. Tim Suchstorff zieht hier den Ringrichter beiseite. Das ist schon wieder unfaire Aktion hier von Asset Parker. Alles andere war natürlich auch. Anders war es auch nicht zu erwarten. Ringrichter wird immer noch abgelenkt von Tim Suchstorff. Nun lässt Asset Parker von Marty Phelps ab. Ja, Asset Parker hat ihn losgelassen. Suchstorff diskutiert jetzt mit den Zuschauern, ist sich siegessicher. Renn geht jetzt auf Marty Phelps, kriegt den Kick-up. Damit hat er offensichtlich nicht gerechnet. Er hat wohl gedacht, Marty Phelps wäre jetzt fix und fertig. Ja, dann setzt er ihn aufs oberste Seil. Ja, mit einer Leichtigkeit setzt er ihn hier aufs oberste Seil. Kommt hier mit Marty Phelps, kommt hier mit Schlägen zurück. Der Kick ins Gesicht. Der Tornado DDT-Ansatz. Und kriegt ihn nicht durchgezogen. Und Tim Suchstorff schubst ihn, schmeißt ihn in die Höhe. Und Marty Phelps fällt hier aus 2,5 bis 3 Metern auf den Boden. Das Cover 2. Aber das reicht noch nicht. Oh, jetzt zieht er hier in einem Arm, zieht er ihn hier in die Mitte. Lockert nochmal seinen Ellbogen. Oh, schöner Elbowdrop von Suchstorff. Und wieder das Cover. 1, 2. Oh, nur bis 2. Der Marty Phelps, der kommt hier immer wieder zurück. Also da muss schon ein bisschen mehr passieren, bevor man bei Marty Phelps hier so ein Cover durchziehen kann. Na, Phelps ist wieder auf den Beinen und kämpft sich jetzt auf sich zurück. Schläge vorarms von Marty Phelps. Aber Suchstorff mit einem eigenen Elbow und da geht Phelps ins Seil. Aber dann merkt man natürlich schon, dass zwei Kämpfe nacheinander die Kraft rauben. Die Aktionen von Suchstorff wirken schon ein bisschen langsamer. Phelps hält sich in den Seil fest. Dropkick ins Knie. Suchstorff hängt im zweiten Seil. Wird das der 0-3-0? Oh nein. Da kommt Suchstorff zurück mit einer explosiven Clothesline. Das Cover aber nur bis 2. Da sind wir wieder überraschend, dass Marty Phelps nach solchen Aktionen immer wieder ins Match zurückfindet. Aber wie schon angesprochen, ein zäher junger Mann. Ein zäher Kämpfer auf jeden Fall. Suchstorff wirkt jetzt immer verzweifelter von Kampf zu Kampf. Von Kampf zu Kampf, sei schon von Aktion zu Aktion, von Cover zu Cover. Rip gegen Marty Phelps in die Ecke. Oh, Hardbuckle. Wieder auf den Rücken, der sowieso schon stark beansprucht ist hier in diesem Match. Stark gelitten hat. Ah, man sieht hier schon, man könnte hier schon die Räder rattern hören. Tim Suchstorff überlegt. Rippt jetzt Marty Phelps in die Ecke. Mit dem Big Splash. Aber jetzt rennt er in den Big Boot. Sehr schön gemacht hier.